Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meiner Portaltaglegung, aber auch, weil heute auch Tag und Herbst, Tag und Nacht gleich ist, auch das ja, sollte heute beachtet werden. Ja, Portaltag, 22. September, energiereicher Portaltag. Und wie gesagt, die Mabun, die Herbst, Tag und Nacht gleiche, dieses keltische Jahreskreisfest findet auch jetzt statt. Es ist auch hier das Tag der Tag der Ernte, Zeit für Dankbarkeit. Ja, es wird ja viel, bei uns würden wir sagen Erntefest, ja? Und das ist hier auch noch mal angegeben und für den Portal, da ja, du kannst wirklich mal ein bisschen ja hitziger vielleicht zugehen, weil alle etwas sensibel sind, vielleicht auch zu sensibel reagieren, vielleicht sich gleich angegriffen fühlen. Auch das wird hier nochmal angezeigt. Vielleicht weil nochmal alte Ängste, die, wo man eigentlich schon gedacht hat, es wäre eigentlich schon alles erledigt, nochmal hochkommen. Ja, also das kann natürlich auch sein, dass hier nochmal etwas dich berührt, ja, dich verletzlich oder dass du fühlst, du bist hier verletzlich. Das kann ja nochmal sein, dass du dich ein bisschen ja, angegriffen fühlst in gewisser Weise. Es können natürlich auch unterdrückte Gefühle, die man noch nicht gewagt hat anzuschauen, nochmal gespürt oder hochgekommen. Ja. Also heute ist ein Tag, möchte ich schon sagen, im Großen und Ganzen der Achtsamkeit. Man sollte achtsam heute mit den Energien umgehen, mit deinem Gegenüber, mit dir selbst, ja, und natürlich auch ein Fest der Dankbarkeit für das, was man schon erhalten hat, was man schon ernten durfte, auch das zeigt sich. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir einfach mal nach, was ich denn hier in den Karten noch so alles uns mitteilen möchte, also so gezeigt werden kann, ja. Schauen wir mal, auch hier die Energien, die Schwingungen, ja, für Mabun und ja, für den Portaltag. Ja, da kann noch mal ein bisschen Stress aufkommen, stressvolle Nachrichten, Aktivitäten, ja, der eigentlich gar nicht sein müsste, ja, falscher Stress. Ja, also bleibt etwas gelassen, würde ich mal sagen. Kurzfristig mehr Gelassenheit wird hier angezeigt, ja, falscher Stress, der gar nicht sein müsste, so empfinde ich das hier, auch bei Aktivitäten. Also in der Ruhe liegt die Kraft heute, so würde ich es mal ausdrücken. Ja, bleibt in der Ruhe, bleibt bei euch, bleibt in eurer Mitte, würde ich hier mal schon sagen. Also ganz toll, hier zeigt sich aber auch gefühlsmäßig, dass hier vielleicht nochmal etwas hochkommt, ja, wo man eigentlich schon gedacht hat, es ist doch eigentlich schon erledigt. Ja, auch das zeigt sich hier. Es geht hier aber auch nochmal um die hohe Spiritualität, ja, die man vielleicht heute auch nochmal stark empfindet, wo man vielleicht auch deswegen ein wenig sensibel ist. Hier zeigt sich auch dieses Glück im Haus, Wohnbereich, im Fundament, ja, die goldene Mitte, möchte ich auch sagen. Vielleicht gibt es hier nochmal deswegen Gefühlsschwankungen. Ja, kann natürlich auch sein, dass hier nochmal ein bisschen, ja, kleine Zweifel hochkommen, ja, im Gefühlsbereich. Ja, dann bitte bleibt hier in eurem Fundament, in eurer ja, positiven Ausrichtung. Ja, teilt eure Energie positiv ein. Bleibt in eurer Lebenskraft, in eurer Mitte, in euren Optimismus, möchte ich schon sagen. Ja. Das ist hier das Fundament für heute. Gelassen bleiben, ruhig bleiben, auch wenn es hier gefühlsmäßig Schwanken gibt, auch wenn hier Stress aufkommt, der eigentlich wirklich gar nichts mehr hier verloren hätte, weil ihr das eigentlich schon verarbeitet habt. Auch hier Blockaden im Leben, die Sonne scheint aber drüber, also diese Hemmungen, ja, oder diese Hindernisse, die kann man wirklich ja heute überbrücken, ja, indem man wirklich sein Licht strahlen lässt, in seinen Optimismus verweilt, möchte ich schon sagen, ja. Dann haben wir hier nochmal schicksalhafte Blockaden, aber auch nochmal, ja, ich sage mal, in gewisser Weise ein Lernprozess, den man nochmal bewerkstelligen darf. Und unerwartet zeigt sich hier auch die Sense, die haut hier schon rein. Die Freude könnte heute etwas getrübt sein, ja, etwas im Stillstand sein, weil vielleicht ein Stress auftaucht, der gar nicht mehr sein müsste, weil man ja, sich mit Themen nochmal auseinandersetzen darf, die eigentlich schon verarbeitet sind, die aber eigentlich noch ein bisschen kurzfristig, ein bisschen, sag ich mal, ins Zweifeln bringen, ja. Das ist hier auch nochmal angezeigt. Also, und ich sehe hier schon Veränderungen. Ja, Veränderungen kommen hier. Ja,
Die Freude kommt wieder zurück, aber jetzt wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, zu euphorisch zu sein, sondern wirklich hier, macht euch heute keinen Stress. Ja, die Freude, die Kreativität ist ein bisschen im Stillstand, ja, aber es kommt wieder, auch wenn es jetzt der falsche Zeitpunkt ist. Ja, ich möchte sagen, seid einfach dankbar heute. Das ist das, was ich am besten mitgeben möchte heute. Dankbar für das, was man schon erhalten hat, für diese Kreativität und dankbar, dass hier Veränderungen wieder auf uns zukommen, im positiven Sinn, ja, auch hier das Aktive sein. Unerwartete Aktivitäten zeigen sich hier nochmal. Ja, Gespräche, Auseinandersetzungen, ja, mit deinem Gegenüber oder mit Personen aktiv in Auseinandersetzung sich einbringen oder Auseinandersetzungen sehe ich hier auch verstricken, wäre jetzt das Falsche. Das wäre Kummer, der gar nicht sein müsste. Also bleibt in eurer Mitte, eurer Kraft, bitte bleibt optimistisch. Ja, auch wenn es hier vielleicht wirklich sehr gefühlsmäßig sehr sensibel man ist, ja, man wirklich alles auch gleich auf die Waagschale wirft, trotzdem versuchen hier das Positive darin zu sehen, ja. Diese Diskussionen, Streitgespräche, diese ja, plötzlichen, ich möchte schon sagen, Gefühle, die einen ins Wanken bringen, ja, die einen angreifbar machen, die werden wieder sich lösen. Ja, der Kummer wird sich wieder lösen. Die Sonne scheint schon wieder drauf. Es ist wirklich nur kurze Momente, die hier wirklich dir falschen Kummer bereiten könnten heute. Dann haben wir hier auch nochmal die Familie, das Familienglück. Ja. Auch hier kann es ein bisschen Einschränkungen geben, ein bisschen Blockaden geben. Denkt dran, was trägt euch? Ja. Das Familienglück, ja, zum Beispiel, die Liebe, ja, und hier auch hier Neustart sind ja wieder möglich, ja, auch hier Neubeginn innerhalb der Familie, eine neue Harmonie kann man immer wieder, jeden Tag, jeden Moment kann man hier wirklich auch hier für kleine Ausgleiche, Ruhemomente sorgen, ja. Ganz wichtig vielleicht heute, wo es ein bisschen etwas hochkochen könnte. Dann haben wir hier auch nochmal Finanzen, ja, liegt im Haus des Fuchses, also auch hier nochmal Familiengelder. Ein bisschen vorsichtig heute umgehen mit den Finanzen bei dir selbst, ja, der Fuchs geht raus, aber liegt hier drüber bei deinem Gegenüber. Ja, was verbindet euch? Kummer, Sorgen, Stress, kleine Diskussionen vielleicht auch ums Finanzielle, ja, nicht hochkochen lassen, lieber auf morgen verschieben, wäre mein Rat für heute, ja, lieber hier in der Kraft bleiben, ja, das ist wichtig. Dann haben wir hier nochmal Klarheit, auch was ist dein Fundament, was trägt dich, das ist Freude, das ist Einladung, Treffen, Harmonisches, positive Veränderungen können stattfinden, ja, hier schaut so aus, als wenn Verletzungen überhand nehmen könnten. Also dann denkt dran, was hat euch die ganze Zeit getragen, was ist hier, hier ist ein Erntekorb quasi, denkt dran, wo habt ihr ernten dürfen dieses Jahr, oder, ja, auch das ist vielleicht wichtig, wo habt ihr aus dem Vollen schöpfen dürfen, wofür könnt ihr dankbar sein, auch das sollte man sich hier nochmal anschauen. Dann haben wir Veränderungen, die noch nicht spruchreif sind, was das Fundament betrifft, hier die dunklen Wolken, ja, kann ja Freundschaften betreffen, Partnerschaften betreffen, ja, es wird sich aber klären, wenn man, ja, optimistische Gespräche führt, war ganz wichtig, ja, es ist ja noch nicht spruchreif, die positive Veränderung, da liegen noch die dunklen Wolken drauf, ja, also seid hier eher heute ein bisschen selbstlos, würde ich sagen, es wird sich für dich klären, ja, ist einfach hier noch nicht der richtige Zeitpunkt heute, an diesem Tag. Da geht es eher um Freude empfinden für das, was man hat, dankbar zu sein und nicht alles gleich hier so persönlich zu nehmen. Ja? Dann haben wir hier auch nochmal Vorankommen, was mit Behörden zu tun hat. Auch hier nochmal vielleicht Gespräche. Hier geht es aber auch nochmal Vorankommen. Ja? Was die Finanzen betrifft, vielleicht braucht man hier etwas Geduld. Ja? Die Geduld, an der nagt es gerade, hat man vielleicht heute nicht unbedingt, ja? Weil vielleicht noch Themen hochkommen. Was
das Materielle betrifft, ja, dann trotzdem ruhig bleiben, wenn es möglich ist, ja. Ich weiß, die Geduld, es wird hier etwas dran genagt, aber trotzdem versuchen, wirklich optimistisch heute reinzuschauen und lieber verschieben. Ja, auch hier Verbindungen, Verbindungen ins Ausland zum Beispiel, familiäre Verbindungen im Ausland, auch hier nagt es vielleicht ein wenig, da hat man ein bisschen Sorgen, ein bisschen Stress. Ich würde sagen, der Kummer wird hier aber auch wieder weggehen, wird wieder weggenagt werden. Es ist hier nur vorübergehend, wo es hier ein bisschen hektisch werden könnte, sagen wir mal im positiven Sinn. Also im Leben ist hier momentan ein bisschen Blockade angezeigt. Auch im Familienleben gibt es ja kleinere Blockaden, die das Wachstum einschränken. Deswegen heute einfach den Tag herzlichen Miteinander genießen, ja, nicht so persönlich leben, nehmen, eher mehr sagen, ist jetzt nicht so tragisch, und wenn es Diskussionen oder Themen gibt, die wichtig sind zu besprechen, dann lieber auf morgen verschieben, weil heute, ja, gibt es ein bisschen Blockaden. Neue Entscheidungen, ja, zeigen sich hier, neue Gelder, schicksalhaft, auch hier können auch sich hier nochmal zeigen, neue Wege. Aber wie gesagt, man muss ja auch neue Geduld aufbringen. Auch das zeigt sich hier. Und ja, ich sehe hier auch Verträge, die können heute vielleicht nicht so abgeschlossen werden. Da liegt eher, dass die neuen Verträge, die Wachstum bringen sollten, was mit Verbindung zu tun hat, wo eine weiterbringen sollten, wo man auch heute Geduld haben hat, wo vielleicht noch nicht alles geklärt ist. Also heute auch für Verträge nicht unbedingt der beste Zeitpunkt. Ja, lieber vielleicht ein paar Tage verschieben, oder? Ja, würde ich empfehlen. Dann haben wir Entscheidungen für Veränderung in der Liebe, das Liebesfundament. Auch hier, Entscheidungen sind heute ein bisschen, schwierig, weil gibt es hier noch Ungereimtheiten. Es ist hier noch nicht alles klar. Es ist noch nicht alles ersichtlich. Es ist hier noch etwas verborgen. Ja, auch deswegen kann man hier vielleicht keine weittragenden Entscheidungen fällen, die einen weiterbringen. Hier kommen Bewegungen wieder rein. Ja, das zeigt sich hier schon. Aber wie gesagt, auch hier liegt der Fuchs ein wenig drauf. Auch hier darf man noch mal ein bisschen vorsichtig sein bei Aktionen, ja, es könnte ja daraus ein kleiner Kummer entstehen, der nicht sein müsste. Dann haben wir natürlich hier auch die Hoffnung, dass sich hier endlich etwas klärt, weil man vielleicht in Bewegung kommt. Ich würde sagen, hier 2 Tage, 2 Wochen, ja, lieber einen Tag mehr, ja, wie gesagt, vielleicht in 2 Tagen hier Entscheidungen treffen, neue Entscheidungen treffen, neue Wege, Verträge zu unterschreiben, neue Dokumente, ja, neue Aktivitäten zu starten. Auch hier im beruflichen Bereich, in den nächsten 2 Tagen, 2 Wochen zeigt sich hier Verträge. Also in der Ruhe liegt die Kraft, heute nichts über den Kamm brechen, oder wie sagt man, ja, so sagt man doch, gell? Und hier dein Gegenüber, auch hier liegt Stillstand, hier, auch er liegt hier im Stillstand, er liegt hier im Wandlungsprozess, ja, zeigt sich hier einfach, ja. Die Sonne zeigt sich dann schon, aber wie gesagt, auch hier, was Verbindung betrifft, da ist Stillstand, da geht es gerade auch nicht richtig voran, ja, was mit Freundschaften vielleicht zu tun hat. Auch neue Freundschaften darf man erwarten, voller Freude, aber wie gesagt, auch hier ist die Freude etwas getrübt. Freundschaftliche Verbindungen, auch hier könnte es zu kleinen, klärenden Gesprächen kommen, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Wer hier Schwierigkeiten im familiären Bereich hat, Schwierigkeiten im beruflichen, auch hier, Heilung ist natürlich hier auch möglich, aber es erfordert Geduld, ja. Umwege, über Umwege können auch Verträge auf einen zukommen, auch das zeigt sich hier. Aber wie gesagt, es ist Geduld momentan angezeigt an diesem Tag. Lebt einfach euer Leben, genießt es, lasst es fließen, ja. Seid ein bisschen achtsam heute, ist wirklich Achtsamkeit ist angezeigt, Dankbarkeit und Achtsamkeit wird hier immer wieder bestätigt. Und dann haben wir auch hier im Außen das große Glück im Außen in Kürze, ja, wo Heilung auch hier stattfinden kann, was Freundschaften betrifft, ja, auch hier Schwierigkeiten im beruflichen Bereich, auch hier langsam vorangehen, wer hier heute tätig sein muss, arbeiten muss, auch hier, ja, es gibt ja auch einige, die
heute arbeiten müssen, ja, dann auch ein bisschen in die Ruhe kommen, ja, langsam machen, nicht überreizt reagieren. Hier kommt Kraft, Stärke, Mut wieder zum Vorschein, ja. Auch hier nochmal ein Kapitel aus der Vergangenheit könnte hier wirklich nochmal hochkommen. Hier haben wir das Kapitel aus der Vergangenheit, dass ein nochmal Entscheidungen abverlangen könnte. Auch das zeigt sich hier. Dann haben wir Klarheit, ja. Man arbeitet an der Klarheit seiner Gefühle, an der Klärung seiner Gefühle, möchte ich schon sagen, ja. Dann arbeitet man dran, ja. Und das in den nächsten 2 bis 14 Tage. Dann haben wir hier auch nochmal Klärung, ja, im Herzensbereich. Man wünscht sich hier natürlich, ja, ein Liebesglück ist kein Thema. Wer wünscht sich das nicht? Man wünscht sich ein Liebesglück. Aber hier ist gerade Stillstand. Hier gibt es vielleicht Unklarheiten, Schwankungen, Gefühlsbereich, auch Blockaden, ja. Man liebt natürlich auch das Finanzielle, ja, das Geld. Auch hier vielleicht dran arbeiten und klären, ja, was ist hier wichtig, was trägt mich. Dann haben wir natürlich auch nochmal mit Sicherheit das Sicherheitsgefühl, was Freundschaften betrifft, was die Liebe betrifft, was die Arbeit betrifft. Ja. Es kann hier in die Heilung gehen, aber heute ist es ein bisschen schwierig. Ja. Heute darf man vielleicht nochmal mit Schwierigkeiten, mit kleinen Umwegen rechnen. Ja. Auch das hier nochmal. Auch mit Verträgen, Schwierigkeiten, die Basis betreffen, ja. Das zeigt sie ja auch nochmal. Also ganz wichtig für einige vielleicht. Und hier haben wir auch noch den Turm, ja. Vielleicht müssen einige in den Rückzug gehen, um hier, sage ich mal, in die Heilung zu kommen. Oder um einfach hier Rückzug um hier zu meditieren zum Beispiel, um sich klar darüber zu werden, was sind denn die Schwierigkeiten, die mich gerade triggern. Ja? Ob es im familiären Bereich ist oder was ist jetzt gerade dieser Lernprozess, der hier wie eine Bürde für mich erscheint. Ja? Oder im Gefühlsbereich, auch hier vielleicht Rückzüge im Gefühlsbereich, zieht sich gerade mein Partner zurück, ja, lasse ich das jetzt wirklich an mich ran, explodiere ich deswegen, weil er sich von mir zurückzieht, mache ich mir jetzt Gedanken, Sorgen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Also das sind hier so Themen, wo sich hier zeigen, ja, ganz interessant, finde ich. Jetzt schauen wir natürlich auch, was uns der Segen der Engel noch dazu mitgeben möchte für diesen, ja, interessanten Tag, Mabun, Fest der Ernte, der Fülle, ja, die man erfahren durfte, und natürlich auch diesen energiereichen Portaltag. Also hier, ja, würde ich sagen, kommt hier nochmal einiges, das ja einem dankbar werden lässt, aber auch einiges, das viel Geduld abverlangt und ja ein bisschen einen herausfordert, ja, das nochmal anzuschauen. Engel der Gotteskraft, du bist verankert in der Kraft Gottes. Ja, mach dir das heute bewusst. Und Engel der Selbstsicherheit, bleibe dir selbst treu und geh entschlossen deinen Weg. Ja? Lass dich nicht verunsichern, lass dich heute nicht bedrängen, ja? Lass dich nicht in Themen ein- oder verwickeln, die eigentlich gar nicht so tragisch sind. Ja? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Sei nicht zu übersensibel. Ja, hab auch ein wenig, sag ich mal, Geduld. Ja, sei auch ein bisschen empfänglich für, ja, oder nicht empfänglich sein. Ich möchte sagen, sei ein bisschen einfühlsam heute. Ja, auch das ist dir vielleicht wichtig. Und lass nicht alles heute an dich ran, weil vielleicht ist es gar nicht so gemeint. Okay, auch ein Lichtengelchen möchte ich gerne noch dazu. Bote der Sanftmut. Er hilft dir, wenn du erkennst, dass alle Gewalt nur auf dich zurückfällt. Das ist vielleicht heute ganz eine wichtige Botschaft. Ja? Sanftmut, Dankbarkeit. Seine Themen vielleicht, die nochmal hochkommen, anschauen. Endgültig nochmal loslassen. Es kann natürlich passieren. Und auch nochmal Danke sagen für das, was man erfahren, erlernen und wissen durfte. Ja? Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Portaltag, ein herrliches Mabun-Fest, Dankbarkeitsfest und alles Liebe, alles Gute. Namaste.